Ausbau Family Day hier heute am 14.02. beim Heimspiel der Seawolves gegen Magdeburg. Die Seawolves verteidigen nach wie vor die Tabellenspitze der Pro B, haben ihr eigenes gesetztes Saisonziel für die Hauptrunde schon erreicht. Sie haben es nämlich schon in die Playoffs geschafft. Da kann jetzt nichts mehr schiefgehen. Und wir wünschen Ihnen natürlich heute einen Sieg. Das Schwein drückt auch die Daumen und dann wird das was. Mit diesem Spielball hier wollen heute die Seawolves die Otto Baskets aus Magdeburg schlagen, die momentan auf Tabellenplatz 6 rangieren. Der Coach ist kein Unbekannter, Dimitri Polikronaidis hat hier definitiv einen Sieg verordnet, denn noch sind die Playoff-Plätze in Reichweite für die Magdeburger. Das heißt, die müssen hier heute 2 Punkte mitnehmen, um endlich sicher die Hauptrunde in die Playoffs verlassen zu können. Sie sind ein gut gecoachtes Team, haben 2 Siege in Folge im Gepäck und viele Einzelspieler mit viel Erfahrung und sind definitiv eines der stärksten Defense-Teams der Liga. Yannick, our opponent is Magdeburg. You played with them before. Is this a special game for you? Yeah, just a little bit. Less than the first time we played them at home at their place, because that's where I used to play, but it's still a special thing playing against my old team, and hopefully we can have the win like last time. Yeah, last time you won. That was an easy game? No, it was a hard game because, you know, I know the coach and then his players work very hard. They play hard defense, so it should be a close one today, but at the end of the day, our goal is to win the game, and I hope so. We're going to do it. We wish you good luck. Thank you very much. Sven, du scheinst wieder voll da zu sein. 18 Punkte gegen Herten. Bist du so fit, wie sich das anhört? Ich denke schon. Also so ein bisschen, mein Gesicht noch ein bisschen zu tun gerade. Aber so körperlich bin ich sehr fit, ja, muss ich sagen. Ne? Also letzte Woche war schon konventionell 37 Minuten mehr gespielt. Also war auf der Höhe schon, muss ich sagen. Ja. Noch 2 Sätze zum Hertener Spiel? Ja, ein Auf und Ab. Ne? Ja, eine Zeit lang, glaube ich, 12 oder 16 sogar geführt. Dann eingebrochen, leider. Aber dann nachher gezeigt in den letzten Minuten, dass wir halt nicht umsonst oben stehen. Und dann haben wir halt gute Defense noch gespielt und das Ding mit 12 nach Hause geholt. Ne? Du bist nicht der Einzige, der hier am Genesen ist. Tim Vogt steht auch wieder auf dem Platz. Wieder da? Ja, schön. Also er hat die Woche wieder mittrainiert. Gestern haben wir noch ein bisschen, oder der Coach hat ihn gestern noch ein bisschen geschont. Und wir hoffen, dass er heute, ja, 20 Minuten vielleicht für uns bringt. Und wir werden gucken. Ne? Wir werden gucken. We'll be right back.